Es gibt in Deutschland viel Freiraum für individuelle Lebensstile und neue Familienformen. In Deutschland gibt es viele Lebensstile und unterschiedliche Lebensformen. Man kann im Mainstream unterwegs sein, aber auch jenseits davon. Alternative Lebensentwürfe werden akzeptiert, ebenso wie unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Der Staat mischt sich nicht in die Entscheidung ein, ob du mit deinem Partner verheiratet bist oder nicht, wenn ihr zusammenziehen oder Kinder haben wollt. Er gibt auch in allen anderen Dingen des Lebens Freiraum zur persönlichen Selbstentfaltung. Was ist eine Familie? Das klassische Familienbild ist nach Vater, Mutter, Kind. Daneben haben viele andere Familienformen Karriere gemacht, wie Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, binationale Familien oder Einelternfamilien. Häufig jedenfalls kommt es vor, dass Vater und Mutter nicht miteinander verheiratet sind. Jedes zehnte Paar mit Kind in Deutschland hat keinen Trauschein. Und in immer mehr Familien leben Kinder entweder nur mit der Mutter oder dem Vater zusammen. Das Verhältnis von Eltern und Kindern ist ziemlich gut. Natürlich gibt es Konflikte, doch oft sind Eltern für ihre Kinder wie ältere Freunde oder Kumpel. 40% der Jugendlichen sagen in der Schell-Jugendstudie 2015: Mein Verhältnis zu den eigenen Eltern ist bestens. Ein gutes Familienleben zu führen gehört zu den wichtigsten Werten von Jugendlichen. Jeder dritte Jugendliche sagt sogar, dass die Erziehung durch die Eltern auch ein Vorbild für die Erziehung der eigenen Kinder ist. Viele Eltern verstehen ihrerseits, Förderung, Motivation und Erziehung zur Selbstständigkeit bringen mehr als Autorität und Verbot. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, sich von den Eltern abzunabeln. Diesen Sprung schaffen junge Frauen meistens früher als Männer. Mit 25 Jahren wohnt 2014 nur jede fünfte Frau noch bei den Eltern. Bei den Männern residierten da noch 6% im Hotel Mama. Warum viele Deutsche erst spät Eltern werden und wie Familien vom Staat unterstützt werden. Ein Ehepaar mit einem oder zwei Kindern, das ist die deutsche Durchschnittsfamilie. Aber die Familienmodelle werden vielfältiger. Es gibt einen höheren Anteil alleinerziehende Eltern, Patchwork-Familien mit Kindern aus früheren Partnerschaften der Elternteile und Regenbogenfamilien mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Großfamilien mit mehreren Generationen unter einem Dach sind dagegen selten geworden. Vor allem viele junge Akademiker schieben die Familiengründung lange auf. Erst möchten sie ihr Studium absolvieren und dann im Beruf durchstarten. Deshalb sind Mütter bei der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt schon knapp 30 und Väter 35 Jahre alt. Auch das ist ein Grund für die niedrige Kinderzahl pro Familie. So fordert der Staat Familien. Deutschland braucht mehr Kinder, denn nach Japan ist es das Land mit der ältesten Bevölkerung. Die Geburtenrate ist mit 1,5 Kindern pro Frau auf dem Hochstand seit der Wiedervereinigung, liegt aber immer noch unter dem EU-Durchschnitt von 1,6. Deshalb gibt es eine Vielzahl staatlicher Hilfen zur Förderung von Familien. Die wichtigsten sind Kindergeld, Elterngeld, Steuervergünstigungen sowie Zuschüsse für Schwangere und Familien, deren Einkommen nicht reicht, um die Grundbedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen. Hinzu kommt gebührenfreie Schulbildung. Trotzdem gehören Alleinerziehende zu den Bevölkerungsgruppen,
mit dem höchsten Armutsrisiko, wenn der andere Elternteil sich weigert, Unterhalt für sein Kind zu zahlen. Eltern zwischen Familie und Job. Kinder oder Karriere. Frauen und Männer sollen es leichter haben, beides miteinander zu vereinbaren. Seit 2013 gilt für jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Die Bundesländer haben stark in den Ausbau von Betreuungsangeboten für Kleinkinder und Schulkinder investiert. Seit 2007 können Mutter und Väter eine bezahlte Auszeit von Beruf nehmen. Für insgesamt 14 Monate zahlt der Staat Elterngeld in Höhe von 65% des Nettoeinkommens. Der Vater verdient das Geld, die Mutter die Zuhause bei den Kindern. Dieser Rollenmuster gilt als überholt, ist aber durchaus noch anzutreffen. Zwar gehen 70% der Mütter arbeiten, allerdings 40% nur in Teilzeit. Es zeichnet sich ein Wandel ab. Die junge Vätergeneration möchte mehr Zeit mit den Kindern verbringen und sich stärker an die Erziehung zu beteiligen. Derzeit nimmt jeder dritte Vater immerhin 2 bis 3 Monate Elternzeit.